Die CDU ist heute Mittag hier schon zusammengekommen und deren Verhandlungsführer, die sind hier alle sehr positiv gestimmt und sagen, das ist jetzt eine gute Chance. Wir wollen diese große Koalition und wir werden sie auch machen. Rainer Haselhoff war der Erste, der hier heute vor dem Adenauerhaus ankam. Ich bin optimistisch, dass wir was hinbekommen, weil wir uns, denke ich, schon in den letzten Tagen gut vorbereitet haben und die Schnittmengen ja bekannt sind. Wir haben ja durchaus Erfahrung miteinander. Wir haben auf Länderebene ja ebenfalls Koalitionen, die die Sozialdemokraten mit umfassen, sodass wir, glaube ich, mal eine gute Arbeitsatmosphäre hinbekommen. Ich denke, dass wir grundsätzlich erstmal zum Ausdruck bringen wollen und sollten, dass diese Bundesrepublik so schnell wie möglich eine Regierung benötigt. Auch in Richtung Europa müssen wir da jetzt klare Signale setzen. Aber auch bestimmte Programme warten jetzt einfach auf Umsetzung. Wir kommen mit den Länderhaushalten ja nicht weiter, wenn wir nicht wissen, wie die Bundesebene die Zukunft gedenkt zu gestalten. Auf der anderen Seite, wir kennen die Knackpunkte, das ist klar. Die Migrantenfrage, die Familiennachzug, das sind natürlich alles Themen. Aber ich bin optimistisch deswegen, weil wir ja zu fast allen Knackpunkten, eigentlich zu allen, wenn man es mal genau nimmt, in der Jamaika-Konstellation ebenfalls Lösungen gefunden haben. Warum soll das mit der Sozialdemokratie nicht gehen? Also ich bin, wie gesagt, ganz optimistisch. Naja, schauen wir mal. Es wird so viel übereinander geredet. Ich finde, jetzt sollten wir erstmal miteinander reden und dann schauen wir mal. Das wird kein Selbstläufer, aber das Ziel ist klar und dann wollen wir schauen, ob wir es erreichen. Die Union ist ja die einzige Partei, die die Stabilität in Deutschland repräsentiert. Wir wollten vor der Bundestagswahl regieren, wir wollten auch nachher. Und wir wollten immer mit Angela Merkel und das wollten wir vorher und nachher. Und dabei bleibt es auch. Und insofern unterscheiden wir uns deutlich von allen anderen. Die meisten wollen gar nicht. Einige, hat man den Eindruck, wollen nur sehr gequält. Und das sind keine guten Voraussetzungen. Also schauen wir mal. Ich bin der Auffassung, wir müssten jetzt gemeinsam versuchen auszuloten, was geht. Das wird nicht einfach, das ist doch völlig klar. Aber ich finde, wir reden jetzt erstmal miteinander und nicht ständig übereinander. In einer Koalition müssen sich beide wiederfinden, und zwar in angemessenem Verhältnis. Und genau darum muss es gehen. Ja, ich habe jede Menge Ideen, aber ich werde jetzt nicht die Verhandlungen dadurch belasten, dass ich die Überschrift jetzt schon mal mitteile. Die Themen sind bekannt und unter dem Strich muss doch klar sein, wenn Sie eine Zusammenfassung haben wollen, wir müssen eine Grundlage schaffen, die es sicherstellt, dass Deutschland nicht nur heute in guten Verhältnissen ist, sondern auch in 5 und in 10 Jahren, dass ein starker Partner in Europa, in der Welt ist und dass wir national die Aufgaben erledigen, die vor uns liegen, und zwar zügig und schnell. Und das geht nur, wenn beide Seiten das auch wollen und nicht jeden Tag darüber nachdenken, wie man vielleicht wieder aussteigt. Ich habe den Eindruck, das ist allen klar, aber das schauen wir jetzt mal. Ich glaube, Landtagswahlen sind Landtagswahlen. Wir haben in Hessen auch Wahlen. Dort werden wir uns bemühen, dass wir ein erneutes Mandat bekommen. Ich will nicht spekulieren, weil niemand genau weiß, was denn eigentlich passiert, wenn. Und deshalb konzentrieren wir uns sozusagen Hessen first erstmal auf uns. Und wenn wir in Deutschland eine politisch stabile Situation haben, ist das sicher vorteilhaft. Alles andere ist spekulativ. Wir sind aufgeräumt, konzentriert, fokussiert und ich denke, wir alle müssen das gelingen wollen, denn es sind ja schon ein paar Monate vergangen seit der Bundestagswahl und die geschäftsführende Bundesregierung macht es gut, aber es ist nicht so vorgesehen, dass sie das ewig macht. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit, beeilen, ich appelliere gar nichts, also wir müssen erst mal anfangen. Da macht es wenig Sinn, dann zu sagen, beeilen, wir müssen unsere Arbeit machen, die vor uns liegt, haben uns eine Woche jetzt gegeben und ich glaube, nach einer Woche kann man durchaus sagen, ob man bereit ist oder ob es gute Gründe gibt, gemeinsam einen Koalitionsvertrag zu erarbeiten. Eine mögliche Überschrift ist innere und soziale Sicherheit. Wir sind alle jetzt in Verantwortung. Also wer antritt, um sich wählen zu lassen und einen Wählerauftrag bekommt, der ist das ja nicht nur zur Probe, sondern wer Kandidat ist, egal in welcher Funktion, sei es auch als Bundestagsabgeordneter, muss das ernst nehmen. Und es geht nicht um Druck, den wir spüren. Druck oder Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber Verantwortung. Wenn wir intensiv arbeiten und keine Interviews machen, dann kann das richtig gut werden.
sagt Peter Altmaier, der Kanzleramtsminister. Man hat sich ja auferlegt, ab morgen möglichst soll keiner mehr twittern aus den Verhandlungen, so wie das bei Jamaika der Fall war. Und in Interviewsendungen und Interviews geben soll möglichst auch keiner der Beteiligten. Ob das klappt, werden wir ja sehen. Heute galt das noch nicht. Und so hat Horst Seehofer hier vor den wartenden Kameras eben Stellung bezogen. Und das wollen wir Ihnen auch schnell noch zeigen. Ja, ich glaube, wir werden das schaffen. Ich bin jedenfalls sehr zuversichtlich und was wir jetzt brauchen ist Disziplin, Mut und auch eine Portion Kreativität. Dann wird es gelingen. Wir machen immer nur das, was wir wirklich gegenüber den Menschen im Lande verantworten können. Im Übrigen unter Druck sind wir alle. Denn die Bundestagswahl liegt lange zurück und die Bevölkerung erwartet jetzt mit Recht, dass wir jetzt zu Ergebnissen kommen. Uns vereint, dass wir die Verantwortung haben für dieses Land, das nach dem Scheitern von Jamaika nun die letzte Möglichkeit einer stabilen Regierung die Große Koalition ist. Und das vereint uns, diese Aufgabe. Druck haben wir Politiker immer. Ich habe noch in vielen Jahrzehnten nichts anderes erlebt. Ich spekuliere jetzt nicht über Neuwahlen, wenn ich Ihnen gerade vor wenigen Minuten gesagt habe, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir das hinkriegen mit der Großen Koalition.